Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde No One Survived. So, ich habe mal ein paar Baumstämme organisiert. Pflanzenfaser hatten wir ja noch eine ganze Menge. Und ich muss was essen. Wir hatten ja noch ein bisschen was gelootet beim letzten Mal. Ich glaube, das haue ich mir jetzt erstmal fix rein, weil wir brauchen Fett, Kohlenhydrate, auch Proteine. Proteine habe ich jetzt erstmal nicht so. Aber wir haben. Warte mal, ich gucke erstmal, was so besonders schnell verderblich ist. Das ist verbrannt, das esse ich gar nicht. Hatten wir nicht noch irgendwo Fleisch? Ich bin unsicher, aber wahrscheinlich hatte ich das beim letzten Mal schon gegessen. Ich erinnere mich nicht, ist schon jetzt zu lange her. So, es sieht alles noch sehr fresh aus hier. Dann esse ich das jetzt einfach mal. So ein Apfel und so. Ah, hier haben wir noch die Gemüsesticks, aber die haben, glaube ich, auch keine Proteine, ne? Naja, esse ich erstmal das hier. Es nimmt sehr viel Platz weg, deswegen ist es wahrscheinlich besser. Aber ich könnte das hier trotzdem noch essen, auch wenn das nicht so viel bringt. Das verbrannte Fleisch, wenigstens einen Punkt. Ja, ich glaube, das ganze frische Zeug kann einfach weg. So, und die Gurken. Ich nehme noch so ein Brot. Und die Gurken essen wir auch. Die bringen ja wahrscheinlich Flüssigkeit. Also, was habe ich vor heute in dieser Aufnahmesession? Ich nehme übrigens gerade auf für meinen Urlaub, der bald stattfinden wird. Und ich bin extrem in der Vorproduktion. Das ist wirklich heftig, weil ich quasi für über 3 Wochen vorproduziere in allen Richtungen. Das ist sau viel. Aber gut, das habe ich ja selber so gewollt und insofern ist das jetzt so, ne? So, okay. Proteine, ja, wir haben keine Proteine. Wir lassen das erstmal so. So, ich habe ein bisschen Holz organisiert, sagte ich, glaube ich, schon Pflanzenfasern auch, sodass wir hier ein bisschen weiterbauen können. Habe hier schon mal ein bisschen Bretter angeschmissen. Damit wir bauen können, im Inventar ist auch schon ein bisschen was. Und dann können wir das hier schon mal ein wenig fertig machen. Warte mal. Habe ich Steine? Oh Gott. Steine müssen wir auch noch organisieren. Na, naja, mal gucken. So, dann machen wir erstmal. Ah, hier können wir Baumstämme reinmachen. Kann ich noch einen sammeln? Nee. Gut, dann fangen wir erstmal mit den Dingern hier an, damit wir erstmal das Grundgerüst hinkriegen. Holzstock? Habe ich Holzstöcke? Jetzt habe ich jetzt an Holzstöcken. Verstehe. Brauche ich denn überall Holzstöcke? Nee. Brauche gar keine Fasern. Ach, Fasern brauche ich hier oben. Ach so. Keine tragende Struktur. Moment, dann nehmen wir noch mal ein bisschen. Hallo, kann ich vielleicht was aufnehmen jetzt? Geht das? Geht nicht. Dann machen wir den dicht. Da müssen Baumstämme rein. Kann hier nichts reinmachen wegen keiner tragenden Struktur. So, hier machen wir noch mal so. Ich gucke einfach mal, wo ich was reinsetzen kann, ja? Grauenhaft. Auf jeden Fall möchte ich Folgendes tun. Ach, da müssen Eisenbahnen. Heute. Ich will jetzt hier ein bisschen bauen, so wie ich halt Ressourcen habe. Und wenn wir damit fertig sind und es noch nicht Nacht ist oder, ne, dann möchte ich gerne unbedingt mal eine Tour machen. Und zwar würde ich gerne mal in diese Richtung laufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber hier hinten ist ja auch nicht ohne, ne? Ich würde gerne in diese Richtung laufen und mal gucken, was da so ist, weil hier waren wir ja damals im ersten Stream, dass wir uns das hier mal anschauen. Das heißt, bis dahin müssen wir auch den Wagen leer kriegen, dass wir den mitnehmen können. Den würde ich dann auch vor dem Ort, was auch immer da ist, auf der Ecke, würde ich den dann einfach stehen lassen, hier vorne irgendwo. Und dann mal gucken, was uns da erwartet. Ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns ausrüsten, entsprechend mit Schusswaffen auch und so. Und dann, ja, mal gucken. Hier kann ich was reinsetzen. Jo, das läuft sehr gut. Freue mich. Haben wir irgendwo Stöcke? Lass mal gucken. Hier sind noch. Hier ist einer. Toll. Hier ist keiner. Hier auch nicht. Ein Dream einfach. Es ist einfach unfassbar, wie ich hier vorgesorgt habe. Ich habe also die falschen Ressourcen gesammelt. Das hier kann ich schon Sachen reinmachen. Aber da wir keine tragende Struktur haben, alles für den Hintern.
Und Stöcke hatten wir eigentlich relativ viel, aber nun. Jetzt nicht mehr. So, warte mal. Was haben wir denn hier so drin? Die Schrotflinte, die automatische Knarre. Die Sachen wollte ich dem Händler geben, ne? Und dann haben wir hier noch so Ersatztools, wenn wir unterwegs sind. Die will ich aber auch woanders hin machen. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz was anderes. Ich möchte gerne. Und was ist mit dem Schrank? Kann ich den vielleicht bauen? Oder baue ich hier lieber noch ein Regal hin? Ich wollte ja ursprünglich noch eine zweite Etage machen, ne? Wo denn die ganzen, wo diese Sachen hinkommen? Können wir die komplett abreißen? Kriegen alle Tools wieder? Kriegen alle Ressourcen wieder? Abbaurückgabe aller Materialien. Okay, das ist super. Das heißt, der Umzug wäre jetzt nicht das Drama. Hier kriege ich auch alles wieder. Da wir jetzt hier so eine schöne Ecke haben, dann lass uns doch hier erstmal die Regale hinstellen. Ja, es kommt jetzt wieder alles anders. Mir fehlen halt jetzt Dinge, weswegen ich nicht weiterbauen kann. Das ist ein bisschen dumm. Also wir müssen Stöcke noch organisieren für die nächste Runde. Und ja. So, ich brauche das hier. Und das hier. Dann benötige ich. Was brauche ich dafür? Blanke, einfache Teile. Habe ich natürlich nicht, ne? Einfache Teile wurde nochmal geschrieben, ist besser zu suchen. Wir werden wahrscheinlich auch welche finden. Aktuell würde ich die eher bauen, weil sonst müssen wir erst wieder loslaufen. Haben wir noch welche? Nein. Sieht erstmal nicht so aus. Warte mal, die Sachen packe ich wieder weg. Ich habe es immer noch nicht geschafft, Sachen zu sortieren, aber das werde ich noch. Das werde ich bestimmt noch schaffen irgendwann. So, das hier weg. Dann nehme ich lieber das hier mit. Für unterwegs. Das kann auch weg. Haben wir noch einfache Teile? Hier ist einmal einfaches Teil. Planken haben wir ja. Wir brauchen jetzt nur einfache Teile, um diese Sachen zu bauen. Und für Kisten brauche ich auch einfache Teile. Außenbereich, Einrichtung, Kiste. So, dass wir die hier reinmachen können. So, habe ich die jetzt falsch umgestellt? Keine Ahnung. So, für die Kisten brauchen wir auch einfache Teile. Es wird dunkel, wir haben immer noch kein Licht. So, was haben wir? Können wir jetzt hier Sachen bauen? Wir haben kein Alu, wir müssen Alu holen, ne? Sonst können wir keine einfachen Teile bauen. Ach, Mist, verdammter. Oh, hier sind noch welche. Gib mir einfach alles. Trotzdem würde ich hier noch gerne ein bisschen Licht haben wollen. Ist mir zu dunkel hier gerade. Können wir da noch mal ein bisschen reinzimmern? Danke. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Okay, ich mache erstmal die Regale. Oh mein Gott. Oh, ist das gut. Planke, bitte. Moment. Da war es das auch schon. Okay, dann können wir noch mal ein paar Planken machen. Was? Ach, war das nur eine? Das ist natürlich doof dann. Gut, dann nehme ich die mal hier auf. Zack, 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 zack. Und Bretter. Hier mal fünf. Let's go. Die Dinger hier. Kann ich nicht mal einmal machen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Aluminium, Leute. Wir müssen Aluminium farmen. Und ich weiß noch nicht wo, aber wir werden es herausfinden. So, dann haben wir hier noch vier einfache Teile. Da kann doch hier noch was rein, ne? So, dann machen wir den Kleiderschrank auch gleich fertig. Dann können wir da die Klamotten reinmachen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Und mal schauen. Ah. Nehmen wir mal die verbliebenen Baumstämme noch. Für die Struktur hier. So. Steine müssen wir auch noch organisieren. Also Stöcke, Steine.
Ach, hier brauche ich jetzt. Haben wir noch Steine vielleicht irgendwo? Hier nicht. Wo habe ich die hingeknallt? Hier. Gib mir das. So. Habe ich die ganzen Holzstöcke, Holzstöcke und Planke. Aber die Planken hätte ich jetzt gerne erstmal für den Kleiderschrank. So, lass mal gucken. Da passt jetzt nicht so viel rein, ne? Aber es passt was rein. Oh Gott, ich brauche Proteine. Wo kriege ich Proteine her? Ich muss jagen gehen. So, Klamotte. Klamotte. Zack, zack. Da machen wir unsere Klamotten natürlich rein. Das ist ganz klar. Kann ich noch irgendwo Bretter machen? Kann ich irgendwas noch? Kann ich nicht. Das mit den Lichtverhältnissen ist ein bisschen komisch. Okay, wie spät? 20:53. Noch gehen wir nicht schlafen. Was brauchen wir hier? Eisenbarren. Hätte ich gerne. So, nice Tür haben wir. Wenn ich die jetzt abreißen möchte, was kriege ich dann wieder? Abbau und Rückgabe aller Materialien. Abriss bringt keine Materialien zurück. Okay, aber die Tür, da kriege ich alles wieder. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Immerhin. So, jetzt gucke ich nochmal durch die Kisten, ob wir nicht doch noch irgendwo was Proteinhaltiges haben. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Wir müssen auf jeden Fall morgen los. Warte mal, das Ding kann ich doch klein machen, ne? Zerlegen. Brauche eine Klingenwaffe. Ich habe eine Klingenwaffe. Muss ich wahrscheinlich ausrüsten. Und dann zerlegen wir die. Aber Honig waren nur Kohlenhydrate. Das war einfach nur Kohlenhydrate und Motivation. Ja, komm mal, ich esse das mal. Wahrscheinlich brauchen wir das später auch für Medizin, könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, dann haben wir die Bretter noch, die ich jetzt erstmal nicht nutzen kann, was sehr schade ist. Aber wir werden das hinkriegen. So, dann, was haben wir hier noch? Klamotten. Ich packe die mal hier kurz rein. Klamotten. Hier sind die ganzen Bücher, Munition. Dann rüsten wir uns morgen aus. Nehmen ein bisschen Munition mit. Und werden mal lostingeln. Ich brauche auch noch Wasser. So, sind hier noch Klamotten drin? Hier noch, hier sind noch Klamotten. Okay. Eine Mütze. Gut. Das ist sehr, sehr cool, weil dann haben wir hier nämlich schon mal das ein bisschen gelichtet und haben die Klamotten einfach nur in einem anderen Schrank. Ich hätte auch gerne noch so eine Art Waffenschrank oder so. Das wäre halt. Oder so ein Waffenständer. Gibt es sowas? Das würde ich auch richtig feiern. Was haben wir denn hier? Wir haben Steinlager. Plankenregal. Oh. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Stockregal. Kann ich das vielleicht... Wieso kann ich das nicht genau daneben packen? Snap-Rotation, schalten Sie das Einrasten aus. Okay, dann möchte ich das hier haben. Moment. So. Dann haben wir ein Schild. Okay, das Steinregal. Steinregal packe ich jetzt mal hier. Packe ich das ein. Hier möchte ich auch einrasten, ausschalten. Wo stellen wir das hin? Steinregal mache ich jetzt hier mal hin. So. Tisch und so ist jetzt erstmal irrelevant. Natürlich machen wir das dann auch noch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wofür brauche ich den Nachttisch?
Oh, wir haben richtig einen Kamin. Aber wir haben kein Waffenregal. Vielleicht schalten wir das irgendwann noch frei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Perfekter Wolfskopf. Perfekter Schweinekopf. Und wir müssen jagen gehen. Okay, dann habe ich diese ganzen Planke, Stein und diese. Nee, Planke. Stock. Baumstammregal habe ich noch nicht. So. Okay. Weil dann haben wir hier so eine kleine Ecke. Hier ist unsere Crafting-Ecke. Hier können wir auch nochmal durchgehen. Dann lassen wir das hier so ein bisschen stehen. So mitten im Raum. Voll gut. So eine Crafting-Ecke mit der Werkbank. Hier machen wir so Steinregal. Da kommen bestimmt später noch andere Regale. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch so für andere Dinge Regale gibt. Aber das ist viel, viel besser. Dann haben wir das nicht überall rumliegen. Dann kann ich nämlich zwischen den Folgen so ein bisschen farmen gehen und das hier einfach reinballern. Und dann können wir bauen. Das finde ich sehr, sehr cool. So, wie spät ist das? 0:55. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde pennen. Hallo. 6 Stunden. 7. Schlafen. Wir machen 7 Stunden. Dann werden wir uns ein bisschen Waffen zurechtlegen. Wir müssen aber kurz noch den Wagen noch leer machen. Da haben wir jetzt ein paar Schränke, da kann das alles rein. Packen uns noch ein bisschen was zu essen ein. Was wir haben. Was echt übel ist, weil wir gar keine Proteine haben. Oh mein Gott. So, warte. Das hier. Das nehme ich mit. Wir nehmen ja den Wagen mit. Diese Sachen will ich verkaufen. Das heißt, wir brauchen auch einen Händler. Haben wir da einen Händler? Kann man hier irgendwie was beschriften eigentlich? Also der Händler ist ja hier eher für Tiere, ne? Also hier hatten wir ja nur Tierverkauf. Die Frage ist jetzt, wo gibt es den Händler, wo wir ein Reparaturset für das Auto bekommen? Das brauchen wir auf jeden Fall. Da, weil das die Karte ist halt riesig, ne? Wir brauchen unbedingt das Auto. Also es könnte sein, der nächste Händler wäre dann der hier. Oder der hier oder der hier. Und ich hoffe, dass einer von denen wenigstens, ne, von diesem Umkreis hier, sondern das Autoreparaturset hat. Das benötigen wir sehr, sehr dringend. So. Also, wir gehen in die Richtung und gucken einfach mal, was wir da alles so looten können. Dafür brauchen wir den Wagen. Da wir jetzt nicht zu einem Händler kommen, schlage ich vor, dass wir die Sachen, die wir eh verkaufen werden, in eine Extrakiste packen. Ich nehme mal, die ist, nee, die nicht. Ich nehme mal die untere Kiste hier. Vielleicht können wir die auch noch benennen. Verkauf. Speichern, okay. Verkauf, oh, wie geil. Das sieht man ja richtig, auch wie cool. Okay, das ist die Verkaufskiste. So, ich glaube, hier ist nichts drin, wenn ich mich recht erinnere. Oh mein Gott. Verwenden. Da ist nichts drin, alles klar. So, dann haben wir hier noch Bretter. Wir haben noch Ersatzwerkzeuge. Das ist auch völlig okay. Wir haben noch eine Steinspitzhacke. Falls wir unterwegs Aluminium oder sowas finden, wäre schon gut, ja. Wenn wir Alu finden, müssen wir das auf jeden Fall holen, weil alles andere finden wir woanders. So, dann haben wir hier eine Schrotflinte. Die lasse ich definitiv hier. Und die AK würde ich gerne mitnehmen. Wie packen wir denn hier rauf? Grober Holzbogen, Machete. Und ich habe noch ein paar Zahnstocher am Start, die gerne noch komplett kaputt gehen möchten. Fangen wir erstmal damit an, dann nehmen wir die Machete. Und ich hoffe, dass der automatisch ausgetauscht wird, sonst wäre es echt dumm. Warte, warte, warte. Hier haben wir jetzt Bretter.
Muss sie erst noch bauen, ne? Holzstock? Ich brauche Stöcke. Okay, dann können wir die noch nicht bauen. So, ich mache die Waffe erstmal hier rein. Der Band nehme ich noch mit. Wasser. Lass ich kurz hier. Wir haben hier noch ein bisschen Wasser. Okay, okay. So. Verrottene Lebensmittel. Da ist mir schon wieder irgendwas vergammelt. So, der Rucksack bitte. Oh, der macht mich fertig. Bitte. Komm, hallo. Der muss da rein. So. Okay, der... Doch, wir nehmen den Bogen. Wir nehmen erstmal den Bogen. Dann die AK. Die braucht 7,62 Kaliber. Haben wir das noch? 7,62 Kaliber. Und hier haben wir. Wir haben noch 35 Patronen. Dann haben wir hier Schrotpatronen. Wir haben auch noch unsere kleine Wumme. Mit den 9mm Geschichten. Schrotpatronen. Was brauchen wir alles noch? Das müssen wir noch lernen. Ich weiß nicht, wofür ist... Welche Waffe braucht 5,56? Scharfschützengewehr 7,62. Ist das nicht viel besser? Wir tauschen das aus. Haben wir diese Sachen hier? Ich nehme auch noch eine Brechstange mit, falls wir irgendwas aufbrechen müssen. Kann ja sein. So, Lehrbücher. Irgendwelche Blaupausen, die wir gelernt haben. So, was ist das? Feiner Stoff packe ich woanders hin. Dann haben wir 44er Patronen, 9mm, nehme ich mit. Nähset. Dann haben wir diese. Auch so eine Waffe. Guck mal, wie viel wir davon haben. Hä? Was ist das für eine? 44er brauche ich auch. Haben wir auch richtig viel von. Okay, dann haben wir hier noch das. Noch ein Lehrbuch. Und noch ein Lehrbuch. Und ein Nähset. Okay, die lasse ich jetzt mal so. Wir suchen noch kurz eine Waffe. Nee, nicht Verkauf. Packe mal das Nähset, den Stoff. Das behalte ich. Steinachs brauche ich jetzt nicht, ne? Machete bleibt hier. Statt der AK nehme ich das Ding mit. Rucksack hier. Da passt auch noch was rein. AK kommt zurück. Ich nehme noch eine Spitzhacke mit. Und eine Brechstange. Ich nehme die Spitzhacke mit, die lasse ich hier. Falls wir die noch brauchen. So, wir haben ja noch den Rucksack, wo alles rein kann. Okay. Brechstange lasse ich auch hier. Dann können wir hier ein paar Sachen erstmal bunkern. So, heißt das, wir haben jetzt keine anderen Waffen. Ich gehe jetzt nochmal kurz zu den anderen Kisten. Dann haben wir uns mal so einen kleinen Überblick verschafft. Hier ist nur... Ah, Maschinenpistolen schafft. Ich soll die Sachen mal anbauen, ne? Wurde mir mitgeteilt. Ich guck gleich mal. So, hier sind auch noch Patronen. Erstmal noch ein Brot. Einfache Teile. Die Sachen muss ich... Sortieren muss ich eh noch. Das ist ganz klar. Das nehme ich mit zum Essen. Der Hammer war nicht so cool. Das ist eine gute Waffe, aber nur für langsame Zombies. So, wir haben keine anderen Waffen. Okay. Alright. So, Batterie nehme ich noch mit. Für unsere Lampe. Falls wir im Dunkeln dann irgendwann sind. Gut. So, bist du ready? Die 5,56 Patronen. Habe ich irgendwie eine Waffe übersehen, die ich vielleicht noch habe? Hatten wir nicht mal mehr davon? Wir hatten doch zu viele. So, Maschinenpistole. Maschinengewehr. Modifikation.
Schaft. Griff. Ich glaube, das ist das Falsche. Moment. Modifikation. Ich habe keine Ahnung davon, ne? Angewinkelter Vordergriff. Ich glaube, das sind die falschen. Ich nehme das Scharfschützengewehr mit. Das kann wieder zurück. Was ist damit? Modifikation. Mündung. Keine Ahnung. Ich pack sie wieder zurück. Ich glaube, im Auto hatten wir auch noch irgendwie Stuff. So, ich glaube, wir sind good to go. Wir können jetzt los. Die kommt bitte noch hier rein. Und dann können wir jetzt abdüsen. So, Getränk. Ich habe nur schmutziges Wasser? Ach, come on. Ach, das war nicht dein Ernst jetzt schon wieder. Ach, jetzt kam. Ach, nö. Ich habe keine Stöcke. Das reicht nicht. Oder? Das muss jetzt reichen. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Perfekt. Sauberes Wasser. Okay, gut. Jetzt aber. Jetzt gehen wir los mit dem Wagen. Da kommen wir bestimmt noch richtig weit jetzt in der Folge. So, Eisentür. Wir brauchen dringend Proteine. So, wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Das wäre für die Jagd, glaube ich, ganz gut. Wir haben einen Speer, der gleich kaputt ist. Und den sollte ich vielleicht mal lieber doch ins Inventar packen. Den anderen. Und die Machete auch. Sicherheitshalber, weil das dauert zu lange. Wenn jetzt Zombies kommen, dann sind wir echt im Eimer. So. Da zum Beispiel. Probier das mal. Ja, und jetzt sind übrigens die neuen Zombies drin. Und das hier ist ein Kopfteil. Oh mein Gott. Was? Wiederherstellung fehlgeschlagen? Was war das denn jetzt? Können wir nicht eigentlich jetzt schon bessere Werkzeuge bauen und sowas? Und Waffen? Okay, der war schon mal ein bisschen anders, der Typ, ne? So, ich. Es gibt jetzt auch Explosive und Krankenschwestern, so wie bei 7 Days und sonstiges. Wo? Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich laufe einfach weiter, Leute. Come on. Fängt es wieder an zu regnen, natürlich. Wir müssen wirklich gucken, dass wir ein bisschen was an Proteinen rankriegen. Das wäre wirklich gut. So, wir laufen jetzt in diese Richtung. Mit unserem coolen Wagen. Mal gucken, was da hinten auf uns warten wird. Das ist ein kleiner Weg. Wir haben es 13 Uhr bereits. Das ist echt ein Problem. Wir sollten viel. Ah, wisst ihr, was wir noch machen sollten? In der Nähe dann nachher. Wir brauchen noch so ein kleines sowas hier. Holzstock-Pflanzenfaser. Das sollten wir wohl hinkriegen, damit wir uns so ein kleines Bettchen bauen. Das wäre nochmal wichtig dann.
Vielleicht finden wir da irgendwie so einen kleinen Unterschlupf, wo wir pennen können. Mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber alles Weitere dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Tschüss.